Ja, in aller Kürze, DIMAM ist auf Englisch ein One-Stop-Shop, auf Deutsch ein Komplettanbieter für die industrielle Wasseraufbereitung. Was uns besonders macht, ist, dass wir unseren Kunden eben ein Komplettangebot vom Anlagenbau bis über die Dienstleistungen, das heißt Service und Wartung, sogar das Leasing von Anlagen bis hin zu den Verbrauchsmaterialien wie die Spezialchemikalien anbieten können. Wir haben dadurch ein Geschäftsmodell aufgebaut, was eben sehr stark auf wiederkehrenden Umsätzen basiert. Das gibt unserer Firma viel Stabilität, positioniert uns aber auch in einem Bereich mit höheren Margen. Und letzten Endes setzen wir eben unsere firmeneigenen Technologien, die Membrantechnik insbesondere, eben so ein, dass die eben in all diesen verschiedenen Produktlinien aufgeht. Und uns wirklich den sogenannten Intel Insight da das besondere Merkmal verschafft, was der Wettbewerb eben nicht anbieten kann. DIMAM ist in drei Ländern aktiv im Augenblick. Ja, der Hauptmarkt, das ist Australien. In Australien, da erwirtschaften wir etwa 80% unseres Umsatzes. Dann haben wir Singapur noch als Absatzmarkt. In Singapur sind wir aber auch eben sehr stark mit der Membranforschung und Entwicklung beschäftigt. Da dort produzieren wir unsere Hohlfasermembranen. Und der dritte Markt, das ist für uns Deutschland. In Deutschland haben wir über die DIMAM Geotech eine Tochter in Velbert in der Nähe von Essen. Die bedient sehr stark die Galvanikindustrie, Galvanik, Oberflächenbehandlung von Metallen, metallverarbeitende Industrie. Das ist unser Spezialgebiet in Deutschland. Also das ist so ein bisschen durch die Historie von DIMAM gewachsen. DIMAM wurde ja zu der Zeit, als ich selbst noch im Risikokapitalbereich bei einem Fonds in Singapur tätig war, durch diesen Fonds in Singapur gegründet. Das entstand durch letztlich langjährige Partnerschaften, die wir mit führenden Instituten, Universitäten dort aufgebaut hatten, insbesondere mit der größten Universität aus dem Bereich Engineering in Singapur, die nennt sich Nanyang Technological University. Die sind extrem stark in dem Bereich Wasseraufbereitung, Membrantechnik aufgestellt, bekommen ja da viel finanzielle Unterstützung auch von der Regierung Singapur, für die die Wasserversorgung politisch eben ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema ist. Haben insofern auch sehr viel an Technologien zu bieten, haben beste Forschungseinrichtungen. Und da wurde DIMAM eben ursprünglich als Spin-off aus dieser Universität heraus gegründet, dann um eine Technologie herum, Membrantechnologie, die wir aus der Universität heraus lizenziert hatten. Und das hat sich bis heute eben fortgesetzt. Also die Membrantechnik ist an dem Standort Singapur insofern bestens aufgehoben, profitiert nach wie vor von den tollen Voraussetzungen, auch der finanziellen Unterstützung dort. Und so hat sich das Ganze eben bis heute hin entwickelt.